Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Kreuzworträtselrunde. Es ist Tag 5 und ich muss traurigerweise ausgerechnet diesen Part nachsynchronisieren, denn man kann es mal kurz sehen. Moment, nein, das wollte ich nicht wegmachen. Ich wollte das wegmachen. Ja, man sieht, wie ich da die ganze Zeit am Quatschen bin und der Ton kam nicht an. Tut mir leid. Dementsprechend hoffe ich mal, dass ich das Ganze übersynchronisieren kann, damit es noch halbwegs in Ordnung ist. Da, wo ich gerade hinklicke, da bin ich mir ziemlich sicher, kommt ein Nee rein. Und das sagt er auch. Das macht er auch. Jetzt kann ich mir endlich mal zugucken dabei, wie ich solche Sachen löse. Ein Kreuzworträtsel, während ich eigentlich schon die Lösung weiß. Also ich kann mich mal so teilweise in eure Situation reinversetzen, wenn ihr euch denkt, boah, das hätte er doch jetzt wissen müssen. So, bei den inneren Organen habe ich Herzen vermutet. Huch. Wollte dann Lungen schreiben. Ich weiß tatsächlich, was da reinkommt, aber sehen wir es mal später uns an. So, die weißrussische Hauptstadt, die wusste ich sofort, genau, das war Minsk. Die Kajüte könnte ich jetzt auch wieder eintragen. Also das Ding ist ja, ich hatte ja ich habe vor ein paar Tagen dieses Kreuzworträtsel gelöst. Es wäre merkwürdig, ja, wenn ich das nicht könnte. Genau, da kam Nieren rein. Hochschule ist die Uni. Glücklicherweise dieser Tag, der Emu ist der australische Laufvogel. Ich guck mal, Stockwerk ist Etage. Ich versuche das jetzt mal einfach mitzumachen, während ich da mal irgendwo geklickt habe. Flache Gebiete sind Ebenen natürlich. Ja. Ich bin mal gespannt. Hier, Probe ist ein Test. Genau. Nicht vergessen. Und wo klicke ich dann hin? Ein Fimmel. Oh, das war richtig fies. Ich habe bei Fimmel an was anderes gedacht, als es am Ende war. Gesichtsteil. Könnte die Nase sein, könnte der Mund sein. Und es war die Nase. Genau. So, der Fimmel. Ja, tatsächlich, es hat eine Weile gedauert, glaube ich, bis ich da rausgefunden habe, was denn eigentlich gemeint war. Ein Einzelvortrag ist ein... Sage ich noch nicht, ich habe es ja noch nicht eingetragen. Tropenholz, da passt auch Sauna rein. So, umgangssprachlich Gesäß, da habe ich erst so an den Po gedacht und dann dachte ich mir, ja klar, wenn du den verdoppelst, hast du immer noch dasselbe Wort. Ach ja. Ja, ich sehe gerade auch schon das arktische Volk, das hat glaube ich ein wenig länger wieder gedauert, obwohl es, also bei arktischen oder baltischen Völkern, also folglich ist erstmal so, bei arktischen Völkern, da gibt es eigentlich nur ein paar, da gibt es die, habe ich das Salsa eingetragen vielleicht? Weiß ich nicht mehr. Blödsinn ist Unfug. Jedenfalls, was ich sagen wollte, bei den arktischen oder baltischen Völkern, da sind es immer die Esten, die Lappen, oh Gott, was waren denn dann noch so? Die Finnen, die Dänen und Norweger, aber das sagt ja keiner. Zum Beispiel sowas, oder Schweden. Was Norweger sagt keiner? Nein, ich meine, das wird ja in einem Kreuzworträtsel wahrscheinlich nicht vorkommen. Der ostafrikanische Staat war Uganda, der Wüstenrastort, die Oase. Großer Tanzraum ist Saal. Wir haben auch gerade den Saum als Naht erkannt. Handlung als Tat erkannt. Naht und Tat. Eine Naht-Tat-Erfahrung war das. So. Daraus ist aus diesem, genau, und Saal kommt dann eben bei diesem Tanzraum. Fischart war erlegt. Ja, ich habe das sogar irgendwie, glaube ich, ein, zwei Tage, einen Tag später habe ich das wieder gekriegt. Ich will ja gar nicht spoilern. Ich will ja gar nicht spoilern, was am nächsten Tag passiert. Verdammt, jetzt spoilere ich auch noch. Eine Kajüte, oh, das war mies. Kabine war gemeint. Grob. Das weiß ich selber gerade gar nicht mehr. Jedoch. Indes war das, glaube ich. Und grob war derb. Aber
Ich möchte hier ja nicht spoilern, habe ich ja gesagt. Also, ich könnte mich auch irren. Ah, nee, ich weiß wirklich, was da alles reinkommt. Und das ist halt wirklich so doof, mir gerade dabei zuzugucken, wie ich an manchen Stellen so überlegt habe. Ich weiß auch gar nicht, was ich da währenddessen gequatscht habe. Fati war Papi statt Papa. Paps. Ich habe es erstmal mit Paps versucht, genau. Fluss durch Kairo ist natürlich der Nil, längster Fluss in Afrika oder so ähnlich. Oder der Welt. Der Welt. Richtig. Flink ist agil gewesen. Suchtstoffe, Opiate waren das. Es könnte sogar sein, dass ich das eher. Dass ich das sogar gleich hatte. Ein schlüpfriger Witz wüsste ich jetzt auch schon. Gewässer ist ein See, genau. Hirnstromkurve ist immer EEG, kam auch schon öfter vor. Süße Festgabe. Machen wir noch nicht. Schlüpfriger Witz ist die Zote. Und das ist da bei der süßen Festgabe. Also ich glaube, da bin ich irgendwann mal so drauf gekommen, also was das sein soll, aber ich glaube es immer noch nicht, dass das eine süße Festgabe sein muss. Naja, die Hafenstadt war Boston, genau. Sperling ist dadurch zum Spatz geworden. Der Fimmel. Ja, vielleicht komme ich jetzt endlich mal drauf, was das ist. Es ist, ich könnte es gleich mal sagen, aber ich warte mal, bis ich es fertig habe. Das Tropenholz, das ist mir auch nicht mehr eingefallen. Nee, Palma war es nicht. Also irgendwas mit. War das wirklich Salsa? Hilfe! Weil es kommt da definitiv an vorletzter Stelle. Ich frage mich, wann und wo ich da weitergemacht habe. Und wieso ich da so lange gebraucht habe. Na ja, gut, beziehungsweise. Ich habe nun mal so lange gebraucht, weil ich so lange gebraucht habe. Das war dann der Almhirte. Oh, den habe ich, glaube ich, seitdem schon wieder vergessen. Also die meisten Sachen von diesem Rätsel sind mir noch im Gedächtnis geblieben. Ist ja auch erst 3 Tage her. Ja, jetzt überlege ich gerade, genau, ist das nicht das Osterei? Aber ein Osterei muss doch nicht süß sein. Ein Osterei kann auch ein hart gekochtes Ei sein. Hauptsache, es ist bunt bemalt. So, indes habe ich auch rausgefunden. Ja, der Zen war das. Der Zen ist der Almhirte. Also jetzt hätte ich eigentlich nur noch ein N eintragen müssen. Ja, genau. Weil der französische Männername René ist. Könnte sein, dass der eventuell nochmal auftaucht. Ich möchte ja niemanden spoilern oder so, aber so. Denn ja, das baltische arktische Volk sind die Lappen. Aber soweit bin ich immer noch nicht. Der Einzelvortrag ist das Solo. Der Fimmel, ja genau, jetzt muss ich ja eh nur noch P eintragen. Und dann habe ich nämlich den Spleen. Ganz ehrlich, das Wort kenne ich, aber ich hätte sowas von überhaupt das gerade nicht in Verbindung gebracht. So, ja. Darüber philosophiere ich jetzt gerade auch. Also kann auch sein, dass ich jetzt an manchen Stellen länger gebraucht habe, weil ich einfach nochmal gesagt habe, boah, das ist ja überhaupt nicht das gewesen, was ich gedacht hätte. Oder auf das Wort bin ich nur gekommen, weil da so viele Buchstaben dann schon ausgefüllt waren. So, jetzt haben wir die Lappen und jetzt kann es sein, dass ich eventuell einfach nur mal dann rumprobiere. Also ich glaube nicht, dass das Tropenholz auch wirklich Salsa hieß. Das wäre komisch. Okay, Salsa war es wirklich nicht. Walsa, ich muss mich ehrlich fragen, was war's denn nochmal? Balsaholz. Ich hoffe, ich merke es mir für irgendwann, wenn es dann mal wieder auftaucht. So, dann gehe ich in das andere Kreuzworträtsel rein. Genau, das mit dem Lösungswort. Jetzt muss ich selber mal mit aufpassen, weil ich das Lösungswort, glaube ich, gar nicht mehr kenne. Ein Reinigungsmittel ist natürlich mir noch nicht bekannt gewesen. Ich glaube, das war auch, das hat auch ein bisschen länger gedauert, bis ich dann endlich mal drauf kam, was das Reinigungsmittel ist. So, den Nachtvogel. Lasse ich auch erstmal dann links liegen. Ich glaube, hier habe ich da oben links gar nicht mal mehr so viel.
erstmal gemacht. Aber ja, Englisch spät war dann late, genau. Das ging gut. Ich glaube, die deutsche Ostseeinsel war auch ein Problem. So metallhaltiges Gestein ist natürlich das Erz, genau. Umgangssprachlich toll, hat auch ewig gedauert, bis ich das mal hatte. So, das Hochziel, das hat auch, da habe ich jetzt drauf geklickt, aber in Wirklichkeit keine Ahnung erstmal gehabt. Ja, dann Blechbüchse war eine Dose, genau. Der Heilschlamm. Ich glaube, das war auch so ein Wort, was ich am Ende irgendwie gar nicht. Zum Nennwert hat auch gedauert. Also ich habe so viele Wörter gesehen dort, bei denen ich echt Schwierigkeiten hatte. Jetzt mittlerweile, ja, ich wüsste, was da reinkommt. Ich weiß, es fängt mit N an und hört mit Omi Nal auf, aber ich möchte das Wort ja nicht spoilern. Spaßig ist lustig, genau. Frauenname könnte Ines oder Iris oder I. Dar mit R hinten dran, keine Ahnung. Ländercode Togo, da hätte man jetzt TO oder TG nehmen können. Alles andere wäre merkwürdig gewesen. Tastaturfunktion ist natürlich Steuerung STRG, auch bekannt als CTRL, wenn man einfach mal nur das Ganze ins Englische nimmt. Dama und Greg, ja, dazu habe ich sogar, weiß ich noch, habe ich gesagt, Serie kannte ich, das war zu einer Zeit, als ich noch ferngesehen habe. Aufgebracht ist natürlich erregt. Muss ich das nochmal? Inge war der Frauenname, ja. Der Torwächter. Da wäre ich jetzt schon wieder raus bei dem Ding. So, aber bei dem Fußabdruck wüsste ich noch, was reingekommen wäre. Dafür brauche ich in dieser Aufnahme länger. Theaterplatz. Da war ich, weiß ich auch nicht mehr. Also, die Verwandte war jedenfalls die Oma. Genau. Ah ja, genau. Der Torwächter, das. Ich hätte es immer noch gerade nicht. Das Volksfest. Hochschulreife war aber Abitur. Das weiß ich noch, genau. Ich wüsste auch, was bei dem Einzelstück hinkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann erstmal lateinisch sache. Erstmal bei dem französischen Männernamen, den hatten wir ja gerade erst. Ich weiß nicht, ob ich ihn sofort eintrage. Wahrscheinlich erzähle ich jetzt gerade und dann will ich ihn. Oder dann denke ich mir so, oh, was war denn das gerade? Das kam doch gerade erst. Wie hieß der denn nochmal? Bis ich mich dann doch für was anderes entscheide. So, Futterpflanze war Mais. Genau, dass ich den englischen T noch nicht erkenne. Aber auf jeden Fall lateinisch Sache, RES. Genau. Res oder so. So, dann dachte ich, Unikat wird das doch sicherlich sein. Aber es war ja das Unikum. Genau. Weil das ja auf M endete. Der Theaterplatz, da kommen wir irgendwie, glaube ich, immer noch nicht drauf. Aber mich stört das jetzt tatsächlich, dass da die ganze Zeit Englisch für T steht und ich da nicht T eintrage, obwohl es so einfach wäre, damit ich dann bei dem französischen Männernamen wieder den René eintragen kann, den ich sowieso vorher mal hatte. Undeutlich sprechen ist lallen. Lispeln gibt es auch noch. Wettkämpferin, Athletin natürlich, ja. Tja, die Tür ist die Wandöffnung, genau. Fenster hätte nicht gepasst. Kalte Speise. Könnte ein Salat sein, tatsächlich gerade. Ich weiß es nicht mehr. Reptil war nicht die Schlange, genau. Da war was anderes gefordert. Kurz für darin, drin. Muss man nur einen Buchstaben entfernen und schon hat man's. Und ich glaube, jetzt komme ich so langsam drauf, dass das. Ach so, nee. Ich bin nicht drauf gekommen, beziehungsweise ich habe jetzt so selber schon wieder was Falsches. Ich hatte gedacht, bei der Schlange kommt Otter rein. Das werde ich gleich dann noch eintragen.
Aber, oder wollte Otter eintragen und dann waren da zu wenig Buchstaben und dann war es dann doch die Natter. So, nordwesteuropäischer Inselstaat, da hatte ich erst Irland eingetragen und dachte mir, naja, nordwesteuropäisch ist das ja auch irgendwie, aber vielleicht eher West und nicht Nordwest. Ja, Island war es dann am Ende und der Salat ist die kalte Speise. So, das Hochziel finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch. Ach so, altmodisch ist dann wohl uralt. Ja. Moderator Thomas und das ist richtig fies. Den kannte ich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich den dann endlich eingetragen habe, aber ich habe ihn jetzt schon wieder vergessen. Also ich habe ihn auch mal gegoogelt. Ich kenne den Typen nicht. Aber ich meine, es ist also ich hätte da dann sowas wie Örtel eingetragen. So, ein Vortrag ist eine Rede. Ich hoffe, das trage ich jetzt da ein. Wehe, wenn nicht, dann bin ich sauer auf mich. Sehr schön. Die Ostseeinsel, die war gar nicht so schlimm. Tatsächlich. Dass ich die jetzt nicht weiter eintrage, ist ja schade. So. Der Portier war der Torwächter. Ach so. Und die Spur ist natürlich der Fußabdruck. Und dann der Rang ist der Theaterplatz. Da hätte ich jetzt auch wieder an was ganz anderes gedacht. Vor allem an den eher großflächigen Platz. Deswegen ist der Rang mir nicht so schnell eingefallen. Aber die meinten ja den Sitzplatz. Ja, jetzt habe ich den René auch rausgefunden und die Kirmes ist das Volksfest gewesen. Der Heilschlamm ist mir immer noch nicht so ganz klar gewesen. Aber das Hochziel ist das Ideal, genau. Ja. Und ja, umgangssprachlich toll müsste eigentlich jetzt langsam so als müsste mir langsam dämmern, aber tut's noch nicht. Ich weiß nicht, warum ich da Fargo eingegeben habe, aber andererseits, Fango hat mir auch zu dem Zeitpunkt nichts gesagt. Was auch immer das ist, ich glaube nicht an die heilenden Kräfte von Schlamm. Andererseits, ich hatte schon mal Schlammkuren. Das war auch sehr angenehm, so mit dem heißen, warmen Schlamm. Und vor allem das zugrunde liegende Problem bin ich losgeworden. Aber ich möchte immer noch meinen, das war eher durch Sport. So, die Eule ist der Nachtvogel, Isar fließt durch München und Seife. Seife? Seife? Was ist Seife? So, und dann stecke ich da noch fest mit, wer ist denn dieser Thomas Oertel oder so? Also tatsächlich, vielleicht hatte ich es irgendwo auch so im Hinterkopf drin. Ich glaube, ich habe gar nicht mal so viel rumgeraten, sondern habe das wirklich eingetragen und dann. Nee, warte mal, der hieß gar nicht Thomas Oertel. Verdammt. Gut, dann habe ich es. Dann habe ich das falsch im Kopf behalten. Seht ihr, so kann es. Oh. Ja, dann. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ah, Thomas Orner mit OHR oder so ähnlich. Nee, 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 mach das mal anders. Das ist nicht richtig so. Ja, genau. Und ich hab. Wie ihr gemerkt habt, habe ich den Namen schon wieder vergessen und merkt euch, der heißt nicht Oertel, der heißt Orner. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn googeln, aber es wird euch vielleicht auch nicht viel bringen. Außer natürlich, ihr wollt jetzt den Thomas Orner Fanclub aufmachen oder ihm beitreten, falls es den schon gibt. Ich werde ihn nicht, also normalerweise würde ich auch Fanclubs für Leute aufmachen, für die noch kein Fanclub aufgemacht wurde, aber. Der sagt mir zu wenig. Also, und der moderiert mir zu wenig von dem, was ich anschaue. Dementsprechend, glaube ich, war das dann auch so ziemlich das Ganze. Und
Ich quatsch nur noch ein bisschen und also in dem Video dazu quatsche ich noch ein bisschen, verabschiede mich und ja, freue mich, dass ihr ge da gewesen seid und dass ihr euch das angetan habt und freue mich darauf, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Dann auch wieder mit echter Tonaufnahme. Ist das nicht Wahnsinn? Da muss ich das nicht nachkommentieren. Was ich sagen wollte, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!